Ahoi Lena, das ist doch dein Motto, oder? Stimmt das richtig? Wie kamst du darauf? Ich wollte schon, also ich habe meine Kollektionsthemen meistens schon 2-3 Jahre im Voraus geplant. Im Moment habe ich auch schon die nächsten, sage ich jetzt mal, 4-5 Kollektionen mit Moodboards zusammengestellt. Und auf das Seaside-Thema oder eben Ahoi jetzt, wie es heißt, warte ich schon relativ lange. Wie bist du drauf gekommen? Gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, das ist jetzt genau das Motto, das muss ich mitnehmen? Ich glaube, dass jeder Designer irgendwann mal durch das maritime Thema durchgeht oder durch muss oder durch darf. Es ist ein extrem kommerzielles Thema. Es ist ein Thema, das wirklich alle lieben. Es ist sehr, sehr verkäuflich. Und macht aber auch irrsinnig Spaß. Es ist sommerlich, es ist fresh. Was erwartet uns gleich auf dem Runway? Sollen wir jetzt schon verraten? Ja, ist ja nicht live. Falsch mir. Uns erwartet eine Flut an Entwürfen. Ich habe mit dem Thema sehr ausgiebig gespielt. Wir zeigen 66 Looks an 22 Models. Und von Streifen- und Ankermotiven bis zu Entwürfen, die eigentlich von 1900 herrühren, von der Inspirationsquelle. Wie zum Beispiel, kennst du die Seebad-Architektur von Binz zum Beispiel auf Rügen? Die hat mich extrem inspiriert. Zu 1900 nämlich die Badekultur auch so ihren Anfang. Das ist zum ersten Mal auch salonfähig oder auch innen geworden, dass man gebräunt ist. Und so habe ich mich durch die Jahrzehnte vorgearbeitet. Das ist auch ein bisschen was aus den 20er Jahren dabei. Hier ist ja richtig viel los hier Backstage. Wie viele Menschen hast du jetzt hier hinter dir im Team, die dich unterstützen bei der Show? Mein eigenes Team umfasst, glaube ich, an die 20. Da ist aber auch PR dabei, Personen, die beim Seating und beim Check-in vorne am Counter helfen. Das sind wir wahrscheinlich sogar mehr oder circa. Aber es gibt für den Backstage-Bereich immer an die 100, ziemlich genau 100 Backstage-Pässe. Die sind für Haare, Make-up, Models, Backstage-Fotografen, Presseakkreditierungen und das ist ausgereizt. Also da musst du auf diese kleine Fläche in den 2 Stunden vor der Show 100 Leute quetschen. Ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit und viel, viel Erfolg bei deiner Show heute. Danke vielmals, danke fürs Interview. Also der Look von Lena Hoschek, es geht ja um Ahoi-Mädchen. Und da ist natürlich ein Eyeliner unverzichtbar, eine kleine Schattierung in der Lidfalte, dass das so ein bisschen more rough wird. Die Augenbraue wird relativ natürlich gelassen, die Lippen in einem schönen, saftigen, tollen, ausdrucksstarken Rot und einen leichten Blush unter den Augen, so leicht am äußeren Augenwinkel unten drunter, sodass es so eine Frische gibt. Und schon hast du den Look mit einer perfekten Haut für Lena Hoschek. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Ich mag das. Thank you.
keine Fashion Week ohne die Star-Bloggerin Jeanette Graf, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Wir haben ja relativ wenig Zeit gehabt, weil es diesmal recht sportlich durchgetaktet war. Du warst viel Offside, oder? Ich war sehr viel Offside und Offside ist einfach ein bisschen besonderer. Es sind andere Locations, es sind ganz andere Gäste da, es ist ein bisschen mehr Mode. Aber viel Mode gab es ja dann eben auch bei Jana Horschek, oder? Ja, Lena Horschek, Ahoi war übrigens ihr Motto, sehr maritim. Ich sehe mich schon in ihren Kleidern an den Beachclubs dieser Welt liegen, am besten vielleicht an der Côte d'Azur, denn es ist alles sehr tragbar, es ist alles sehr feminin und sie ist sich auch wieder treu geblieben in Sachen 50er, 60er Jahre Rockabilly-Style. Das heißt, sehr auf Taille und dann aber so ein bisschen ausfallender Röcke, sehr, sehr schön. Blogger-Likes. Du bist ja nicht nur Bloggerin, sondern du bist ja auch Stylistin für verschiedene Fotostrecken. Meinst du, dass denn die eine oder andere Fotostrecke auch an Lena Horschek zu finden sein wird? Unbedingt. Also sie ist sowas von zeitlos, das heißt, sie passt in jedes Magazin. Und es ist ja Sommer 2017, was wir gesehen haben. Von daher, wir als Stylisten können uns jetzt schon Gedanken machen. Wir wissen ja immer im Voraus, was so geshootet wird und können da Lena Horschek zum Beispiel auch mit einplanen. Liebe Freunde von Monaco Deluxe, das war's von der Berlin Fashion Week. Ja, dieses Mal mit nicht ganz so viel Videos wie sonst, weil wir haben uns konzentriert auf die Shows, wo wir gute Plätze und eine gute Sicht für euch hatten. Ein bisschen Interviews und gerade eben noch mit Lena Horschek Backstage. Das finde ich ganz toll. Ich hoffe, der Einblick hat euch auch gefallen, mal zu sehen, wie es hinter so einer großen Modenschau aussieht. Ich hoffe, wir sehen uns auf einer der anderen Veranstaltungen mal wieder in München oder auch in ganz Deutschland. Ihr wisst ja, Monaco Deluxe ist zwar in München zu Hause, aber fühlt sich in der ganzen Welt pudelwohl. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Also schenkt mir einen Daumen hoch oder am besten noch, klickt hier drauf und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr von Monaco Deluxe verpasst. Und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folgen.